Hallöchen ihr, der Nalle 4 und herzlich willkommen. Ja, hier zurück in Minecraft an einem regnerischen Tag. Jetzt fängt's an, ne? Kaum geht's los. Erstmal schiffen. Mega. Ja, heute ganz entspannt an einem Sonntag. Ja, ich war das Wochenende unterwegs gewesen und bin ziemlich geplättet noch. Und ja, will aber heute ganz entspannt hier ein bisschen weitermachen, ein bisschen bauen. Ne? Wir waren das letzte Mal hier drüben gewesen in der Mine drin und haben dort super viel Zeug gefunden. Und ich habe die letzten Tage seitdem genutzt und habe ein bisschen Erkundungstour betrieben. Ich bin hier drüben hingefahren. Und bin auch mal nach hier oben in diese Regionen vorgedrungen und habe hier eine richtig fette große Wüste entdeckt. Hier unter anderem auch den ersten Wüstentempel. Ich habe mich tierisch gefreut, doch leider hat das Skelett die Druckplatte unten getriggert und dann war es es auch schon. Das ging schnell. Ne, war die Freude rum. Und ansonsten, ja, hier noch ein Dörflein entdeckt. Es gibt sehr viele Dörfer nebeneinander. Hier haben wir einen Bibliothekar und einen Fischer am Start, was sehr, sehr geil ist. Hier ein Gerber und ein Kartograf. Bauer als Gesellenstatus. Also Schmied, Metzger, richtig viele, viele coole Sachen. Und ich bin immer noch im Überlegen, ob es irgendwie möglich wäre, diese einzelnen Dorfbewohner irgendwie nach hier unten zu karren. Meine Heimat, ne? Da hätte ich Bock drauf. Hier übrigens auch eine richtig coole Mushroom-Insel mit Mushroom-Kühen. Die können wir uns vielleicht heute eine holen, wenn das klappt. Tut mir auch einen Stall. Wäre lustig. Und ja, wäre aber auch eine geile Insel gewesen für die Challenge, ne? Hätte ich auch cool gefunden, hier was zu machen. Ja, ansonsten jede Menge Schiffswracks, jede Menge Loot, jede Menge tolles Zeug. Alles schon eingeräumt, gemacht und getan. Und bin dadurch auch mittlerweile Level 31 geworden und möchte heute den Abend nutzen, um den Verzaubertisch zum einen zu bauen. Dann hier außen würde ich ganz gerne den Steg dran bauen. Der Leuchtturm, den würde ich gerne weiter basteln. Und ich habe auch, das war glaube ich hier, oh Gott, das war, warte mal, gehen wir raus, so sieht man es nicht. Das war ein Tempel gewesen, den habe ich auch entdeckt. Einen, der hier, der ist nicht erkundet, aber hier oben, da, ne, das war die Truhe, die kann weg, doch nicht, Delete Waypoint, der war weg, jawohl, wo war der Tempel der andere, den ich entdeckt habe, der war irgendwo auch hier in der Nähe, irgendwo da, ne, und so gewesen, und hier das Ding, genau, da ein Tempel, wobei es war der Tempel. Warum haben wir das Zähne hingerutscht ist, I don't know. Hier oben ist ein Tempel. Den haben wir clear gemacht. Sehr cool. Und da waren auch so ein paar klebrige Steine drin. Ich habe mir eine Mechanik-Truhe gemacht. Da war drin klebriger Kolben. Da habe ich mal ein paar mitgenommen. Da würde ich gerne auch mal rumexperimentieren, wie das Ding funktioniert. Unter anderem auch ein Redstone-Verstärker. Hier ein Redstone-Hebelchen. Ob man den eventuell für das Zementwerk verbauen könnte. Dass man quasi irgendwie den hinsetzt. Kann setzen dann hin. Machst oben drauf den Erdblock. Verbindest es mit einem Hebel. Dass der dann quasi runtergeht, hochgeht bei Aktivieren und das Wasser dann rein und rauslässt. Keine Ahnung, ob das so einfach geht, wie ich mir das vorstelle. Müssen wir mal gucken. Hallöchen, lieber John. Hallöchen an euch alle hier im Stream, die jetzt gerade mit dabei sind. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Reinschalten. Danke fürs Support. Und ja, das würde ich heute ganz gerne mal ausprobieren. Und was mir auch aufgefallen ist, ich hatte auf einmal Besuch von so einem freundlichen Schwein hier mittendrin in meiner Basis. Ich weiß nicht, ob die durch diese Nether-Portale anscheinend laufen können und dann hier rauskommen. Ich war sehr erstaunt, als da so ein Schwein hier drin stand mit einer Axt. Er hat nichts gemacht, ne? Aber ich war doch sehr überrascht, als auf einmal hier der Kollege da drin stand. Fand ich ein bisschen merkwürdig. So, jetzt aber mal Zaubertisch hier. Ist die Sache, was brauche ich denn alles dafür? Ich glaube erstmal eine Mütze Schlaf. So, lass mal gucken. Zubertisch. Das ist die bessere Version. Zaubertisch.
brauche ich 4 Obsidian, 2 Diamanten und ein Buch. Das habe ich alles zum Glück. Obsidian auch viel gefunden. 1, 2, 3, 4. Dann, was war es noch? 2 Bücher. Müsste ich hier drin reingepackt haben. Hier müsste ich aber euch noch hinschreiben. Papier. Bücher. So. Brauchen wir, was war's? Ein Buch. Ohne mit zu schlafen. So, lieber John, ich hoffe, dir geht's gut. Bist wohl auf. Ja, das ist ein entspanntes Wochenende. Diamant noch. So. 1, 2. Haben wir noch 3 Stück übrig. Da müssen wir eigentlich mal gucken, was wir damit noch machen. So, also. Zaubertisch. Gönn dir. Danke. Fertig ist der Lachs. Gut, der kommt jetzt hier in die Mitte, bitte. Sehr geil. Jetzt haben wir hier die Verzauberung. Ich glaube, ich kann jetzt auch die maximale Anzahl an Verzauberungen machen. Ich sehe kein Buch. So, was haben wir machen? Da. Okay. Haltbarkeit 2. Schärfe 2. Und Bann. Level 4. Da muss ich Lapis reinhauen. Okay. Das heißt, vielleicht sollte man sich eventuell spitzhackmäßig, was kann ich da drauf machen? Haltbarkeit, Effizienz und Haltbarkeit. Guck mal, Haltbarkeit 2 kostet irgendwie, ich glaube 8, das sind die Level, ne? Kostet 8 Level. Und für Haltbarkeit 3, also eins besser, sind es direkt mal 30 Level. Das ist krass viel. Haltbarkeit, Haltbarkeit, Effizienz. Kann man da auch was anderes machen? Hier mit der Schaufel zum Beispiel. Haltbarkeit, Effizienz, Haltbarkeit. Okay, müssen wir mal. Würde ich aber eine frische Eisenspitzhacke mir herstellen. Und das erstmal da ausprobieren, ne? Wie das so ist. Vielleicht erstmal mit den kleineren Verzauberungen. So, nochmal Eisen. 1, 2, 3. So, Diamantschwert. Ich würde noch nichts Diamantenmäßiges machen, weil ich auch nicht so viel habe zum Reparieren. Das kann man ja dann überlegen, wenn es soweit ist, ne? Wenn wir die nötigen Ressourcen noch haben. Aber momentan würde ich das eher noch nicht machen wollen. So. Also, gehen wir hin. 1, 2. 1, 2, 3. Spitzhacke kommen herbei. Und Lapis, ne? Das war ja auch wichtig. So, haben wir ja 40 Stück. Das ist ein bisschen mehr als 40, ein bisschen mehr als 100, ne? Wie mache ich denn das jetzt? Also das da rein. Lapis rein. Man kriegt hier Effizienz 3. Ist ja die Sache, was macht Effizienz 3? Was macht es überhaupt, die Verzauberung? Baue ich da besser ab oder wie oder wer oder wo oder was? Lass mal gucken. Das würde mich jetzt noch interessieren. Was das macht. Effizienz. Verzauberung. Erhöht die Abbaugeschwindigkeit. Dass ich schneller abbauen kann. Haltbarkeit, dass, glaube ich, die Axt länger hält. Okay, aber kann ich da nicht irgendwie was, dass ich irgendwie doppelt so viel rausbekomme? Als nur schneller abbauen? Haltbarkeit, Schärfe und Bann. Muss ich jetzt vielleicht wieder zumachen, wieder aufmachen, dass wir mehr bekommen? Scheint nicht, ne? Okay, was gibt es hier für den Bogen? Stärke, Haltbarkeit, Stärke.
Drei Erfahrungsstufen kostet mich das. Aber warum steht dahinter eine 30? Das habe ich ganz so geblickt. Okay, ich probiere es mit der Spitzhacke. Probieren Effizienz Stufe 3, 17. Mhm. Die haben wir jetzt fertig. Ich habe einen Erfolg bekommen. Verzauberer. Verzauber ein Gegenstand an einem Zaubertisch. Okay. Aber jetzt kann ich ja nichts mehr machen. Die ist jetzt fertig. Okay. Dann der Bogen. Ach, das sind die Stufen, die ich benötige, um das machen zu können. Ah. Aber es kostet mich nur 2 Erfahrungsstufen. Ah, okay. Jetzt habe ich es kapiert. Okay, das heißt mit dem Schwert. Rückstoß. Bann. Nemesis der Gliederfüßler 5. Whatever, okay. Aber ich kann anscheinend nur eine Verzauberung irgendwie hier drauf machen, ne? Mehr geht nicht. Effizienz, Glück. Okay. Wie schaut das aus mit Rüstungen? Ich habe hier meine ganzen Rüstungen. Da würde ich gerne mal gucken, was man da so Tolles machen kann. Lapis rein und Helm. Schutz 2, Schutz 4. Brauche ich Level 9? Okay, Schutz 2. Machst du mal mehr Schutz. Ist okay. Gönn dir. Dann die Schusssicherheit mit 3S. Für weniger Fernkampf-Damage nehme ich mal an. Brauche ich Level 11 und kostet mich 2 Erfahrungsstufen. Okay, 2 Lapis. Aha. Eisenbeinschutz. Haltbarkeit und Schusssicherheit 2. Würde ich das mitnehmen? Einfach mal probieren. Wir haben es ja, ne? Haltbarkeit und Schutz 2. Okay. Geht das auch mit dem Schild? Nein, Schilde kannst du nicht verzaubern. Okay. Schade. Aber will ich den Bogen machen? Ich würde vielleicht eine Armbrust mehr herstellen. Vielleicht so eine Armbrust mal verzaubern. Armbrüstlein. Da brauche ich nämlich auch diese Haken, die ich auch gefunden habe. Einen Eisenbarren. Okay, also Haken. Die haben wir ja. Da haben wir einen Haken, da brauchen wir einen Eisenbarren. Dann waren es noch Fäden. Glaube ich. Armbrust. 3 Sticks, natürlich 3 Sticks. Klar, warum auch nicht? Natürlich 3. Machst du das halt? 1, 2. Sticks herbei. Wunderbar. Armbrust. Gönn dir. Okay. Nehmen wir die. Was machen die für einen Schaden? Wo sieht man eigentlich, wieso sehe ich nicht, was hier Armbrust für ein Damage macht? Ich habe die Knarre gesichert. Boah, das ist ja übelst bin. Ich muss sie erstmal spannen und dann kann ich damit schießen. Aber mit dem Bogen geht das schneller, ne? Okay. Okay. Armbrust, was kannst du denn?
Haltbarkeit, Durchschuss. Durchschuss 1. So, was ist hier mit dem... Hat Stärke und Haltbarkeit. Durchschuss und Haltbarkeit. Ist das immer wieder das Gleiche? Scheint so. Okay, Durchschuss. Komm, lass das mal probieren. Lass mal Durchschuss probieren. Einmal hier mit. Und das ist nur Haltbarkeit. Was ich aber so nicht gebrauchen kann. Haltbarkeit, Haltbarkeit. Okay, wir machen das. Wir lassen es mal so. Gut. Vielleicht dann doch noch ein Schwert. Schärfe 2 klingt gut. Nimmst du mit. Dann machen wir es mal so. Was kann man bei der Schaufel drauf machen? Haltbarkeit und Haltbarkeit gerade. Okay. Es ist schon wieder dunkel. Geh mal pennen. Gut, haben wir die ersten verzauberten Sachen am Start. Okay. Müssen wir gucken, wie das dann weitergeht, ne? Gut. Dann würde ich sagen, schnappe ich mir ein paar Steine und baue. Wobei, wir haben hier noch diese Dinger, ne? Schmiedevorlage. Küstenrüstungsbesatz. Da muss ich auch mal schauen, wie das funktioniert. Schnappen wir uns aber erstmal ein paar Steine. Bruchstein. Und bauen den Pier. Dann will ich aber sagen, nehmen. Ja, braucht das? Reicht das? Das müsste reichen, ne? Müsste reichen. Okay, wir brauchen 2 Parkplätze für die Boote. Ich würde sagen, da das hier ja der Komposter im Weg ist, bauen wir einen hier hin. 2, 3, 4, 5 sollte reichen. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann hier, dass wir innen drin 5 Steine den Weg breit machen. Einmal. Oder wir bauen das hier innen aus Holz. Das wäre auch eine schöne Idee. Und jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Aber dann grenzt das so ab hier, ne? Das sieht auch scheiße aus. Also müssen wir es von hier beginnen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5. Fahr mal raus. 1, 2, 3, 4, 5. Dann müssen wir hier das hinbauen. Also ein doppeltes Ding würde auch gehen, ne? Ja, das sieht auch gut aus. Nehmen wir die? Ne, verzauberte erstmal nicht nehmen, weil es ist ja nur für die besseren Sachen. Zum Beispiel für Obsidian wäre das sicherlich auf einer Diamantspitzhacke cool, die Effizienz, das schnell abzubauen. Weil es dauert ja sehr lange. Dann brauchen wir Holz. Was nehmen wir denn da? Ich würde sagen, ich nehme diesen klassischen Eichelstamm. Oder bauen wir den auch aus Stein? Ich glaube, Stein wird mir eher gefallen. Würde, glaube ich, auch eher hinpassen. Okay, dann machen wir das aus Stein. Weil in der Mitte sollen die Ziegel da noch rein. Das hatte ich mir, glaube ich, auch so damals irgendwie grob überlegt. So, aber welchen Stein? Polierter Granit. Rissige Steinziegel. Oder so ein bisschen bemooste Steinziegel. Weil es ja schimmelig ist, ne, vom Wasser.
Wird mal schauen, ob das passt. Das wären halt die hier, ne? Ist halt die Sache, ob das auch farblich dann irgendwie passt. Wenn man dann die roten Ziegel dazwischen setzt, so als Weg rein. Habe ich noch? Ich habe eine jede Menge. Mega. Dass der wegkommt. Und dafür dann hier quasi der Weg rein. Sieht das scheiße aus oder sieht das scheiße aus? Einmal. Zweimal. Dreimal. So. Irgendwie so. Dann brauchen wir natürlich noch die ganzen Poller. Vielleicht könnten wir die aus. Vielleicht die aus glatten Stein. Aber ich glaube, das ist dann zu viel. Was sieht scheiße aus, ne? Mit dem. Da zwei sitzen. Ich glaube, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, das würde ich hier um eins verkürzen wollen. Das heißt, weg mit der ganzen Geschichte. Ich finde das teilweise echt ätzend, wie diese Steine hier am Hüpfen sind, ne? Das machen die doch absichtlich. Nur um mich zu ärgern. Das heißt, es müssten dann. Oder sieht das mit diesem Stein hier besser aus? Ich glaube, das sieht besser aus. Brauche ich aber glatten Stein. Wie kriege ich glatten Stein? Ich glaube, glatten Stein kriege ich, wenn ich normalen Stein im Ofen brenne. Ne? Kann das sein? Dass ich Bruchstein im Ofen zu Stein brennen muss und dann. Also quasi 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40 Stück. So, machst du die rein. 8, 6, 4, 5, 5 wären 5 Kohle. Kohle da unten. Dass wir das mal probieren. Vielleicht sieht es hier gut aus. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das würde mir eher gefallen. So. Das heißt, die kommen wieder weg. Ich hasse das nur, dass du im Wasser nicht so gescheit abbauen kannst. Kommt mal her, ihr Steine. Ich brauche euch doch. Dann würde ich aber auch hier das so bauen, ne? Also quasi hier hin. Dann. Ne, muss es aber nur bis dahin. Da muss da so ein normaler Stein hin. Dann muss hier so ein normaler hin. Genau, die müssen bleiben. Das heißt, hier quasi alles. Weg damit.
1, 2, 3, 4, 5. Für 5. Dann kämen hier auch wieder die hier weg. Hier kämen dann auch die hier. Ich glaube, das gefällt mir besser. Das sieht optisch irgendwie schöner aus. Und obendrauf dann die diese einzelnen Laternen. Na, passt das doch. Wir können aber die, die Bruchsteine hier noch nehmen und nach unten hin. Wir müssen auch noch zum Boden das bauen. Das muss ja auch noch getan werden. 13 Stück, das dauert. Okay, das heißt, wir können hier jetzt schon mal hingehen, das alles wieder weghacken. So. Und die müssen weg. Haben wir noch eine? Das ist die Effizienzspitzhacke. Die würde ich ungern dafür verwenden. Wir nehmen einfach mal noch ganz entspannt eine normale Spitzhacke. Ich meine, ich habe ja Eisen, ne? So ist es ja nicht. Haben ja viel gefunden. Sehr schön. Wie schaut's aus, Klaus? Ist noch hell, ist noch hell. Das heißt aber auch, dass dann dieser Weg hier auch noch eins zur Seite gerutscht werden muss. Das heißt, der kommt auch raus. Jetzt wird's dunkel, ne? Jetzt müssen wir pennen gehen. Bevor mich hier gleich was zerlegt, ne? Aber hey, Steine haben Prio. Aber ist alles hier entspannt. In der Bude. Nichts am Klackern, nichts am Surren, nichts am Krachen. Zunk, kommt der Pfeil. Nee, das passt. Genau, das heißt, dann müssen wir hier 1, 2, 3 den hier wegmachen. So, und dann hier 1, 2, 3, 4, 5 hin. Und dann muss das Ganze hier ebenfalls weg. Danke. Muss eins versetzt werden, ne? 1, 2, dahin. So, wunderbar. Alle Steine hier, alle Steine weg. Da unten treiben sie noch rum. Im Himmel. Und dann sieht das auch gut aus. Okay. Noch 9 Stück. Kannst du die schon mitnehmen? Und die dann jetzt genau nochmal verbraten. So, wir tun dann die schon mal rein. Die auch. Bruchstein nehmen wir mit. Da bauen wir jetzt die Stützpfeiler runter von dem Steg. Boah, es ist einiges. Das ist einiges tief. Ja, genau. Oh. Gott im Himmel. Weil es so schön war, gerade nochmal, ne? Und ab nach oben, ab nach oben, ab nach oben. Das Boot ist ja auch ein echt guter Helfer, so gegen das Ende hin.
Haben wir das jetzt? Kommt der letzte noch. Auf. Dann geht's weiter. Sehr gut. Der Stein hier rein, da brauchen wir wieder 5 Kohle. Dann kommt doch da jetzt der glatte Stein raus. Das muss doch jetzt hier passen, ne? Bin ich mir eigentlich recht sicher, dass es so war. Ja, sehr schön. Okay, cool. Das ist doch hier Morten. Ja, dann wird das eine schöne Sache. Das heißt, wir können schon mal ein paar Laternen bauen. Ich bräuchte dann im Prinzip 1, 2, 3 Stück. Vielleicht hier am Ende auch nochmal. Also bräuchten wir dann 2, 4, 6 von den Laternen. Das waren, glaube ich, Fackeln und das Roheisen. Ne? Kohle. 1, 2, 3. Wobei, 1, 2, 3. Ja, doch. Machen wir das so. Ah, da oben. 1, 2, 3, 4. Das gönne ich mir. Bam. Und die hier. Da kommen ja mehr raus, stimmt. Wie waren das jetzt? Ich brauche 6. Wunderbar. Haben wir die. Und die konnte man ja, glaube ich, auch vorne drauf setzen. Also so. Ja, und dann leuchten die hier den Weg rein. Das ist ein toller Steg. Kannst schon mal mitnehmen, kannst schon mal ausbauen. So. Hier noch einer hin. Da oben einer drauf. Genauso wie hier einer hin. Da oben einer drauf. Hier einer hin. Da oben einer drauf. Genau. Irgendwie so. Und dann kann man ja sich vielleicht noch ein Schild hinbauen, dass man sagt, okay, hier, das ist der Parkplatz fürs Truhenboot und da drüben für das normale Boot. Ja, weil es geht ja noch einige Tiere hier ranzukarren. Was ich auch sehr geil finde, auf meiner Entdeckungstour, nicht so nah ran, das ist noch nicht so gut, es gibt nämlich auch Dromedars. Habe ich nämlich hier oben in dem Wüstenbereich gefunden. Es ist ein sehr weiter Weg, die Viecher herzukarren, aber hier in diesen Dörfern, in diesen Wüstendörfern laufen Dromedars rum. Sehr geil. Sehr, sehr. So, was das hier ist, muss ich mal gucken. Das sieht sehr verdächtig nach Mine aus. Aber auch hier. Dromedar. Mega cool. Und da oben ja auch noch mal eine Mine. Da können wir auch noch mal hingehen. Machen wir vielleicht nächsten Freitag. Dass wir da hier in die Wüste gehen, dort eine kleine Minentour machen. Gucken, was da so ist. Aber es ist ein echt langer Weg, auch hochzufahren. Deswegen würde ich sagen, starten wir ab dort. Jetzt aber erstmal hier heute ganz entspannt bauen. Ganz entspannt. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann könnten wir so lange mal schauen, wie das hier, solange das am Machen ist, wie das hier mit diesen klebrigen Steinen ist, mit diesen Kolben. Die kann ich nur so setzen. Nein, ich kann die auch so setzen, ich wollte gerade sagen. So. Und wenn ich jetzt hingehe und da oben einen Erdblock drauf klatsche. Dann klebt der da ja fest. So. Und wenn ich da jetzt einen Hebel dran mache,
geht er nach da oben. Und bleibt da oben. Das heißt, ich müsste im Prinzip... Ah, der Hebel geht kaputt. Ah, jetzt, ich darf den nicht am... Aha, ja, easy shit. Das heißt, damit könnte ich das Wasserding hier bauen, ne? Oh, lass mal probieren. Ich habe was Technisches verstanden. Hey, das ist mega. Ich bin gerade echt so ein bisschen stolz auf mich, ne? Oh, lass mal probieren. So wieder 5 Dinge auf einmal, ne? Man kennt's. Aber hochmotiviert. Oh, das wäre mega cool, wenn das klappen würde. 1, 2, 3, 4. Das machen wir noch schnell hier. 1, 2, 3, 4. Hey, Mr. Cobblestone. Komm doch mal hier ran jetzt. Und vorne. Und hier. Okay. Bauen wir den schon mal fertig. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Guck mal, der erste. Ah, oh, steht. Ah, oh, mega schön. Ich freue mich. Hey, ganz toll. Sehr cool. Gut. Genau. Rüberfahren. Und lass mal ausprobieren. Einen Eimer dabei? Ich habe keinen Eimer dabei. Okay, aber es wäre ja im Prinzip müsste der weg. Der müsste weg. Dann muss hier dieser Kolben hin. Darauf dann der Erdblock. Hierhin der Schalter. Ja, da oben müsste weg. Das Wasser fließt raus. Oh, schön. Ich hab's. Oh, geil. Oh, ich freue mich. Das Zementwerk können wir bauen. Das ist ja richtig cool. Oh, das ist stark. Oh, das ist richtig stark. Oh, schön, da freue ich mich drauf. Hey, mega gut. Oder das Gusswerk oder was? Oh, das ist ja klasse. Genau das, so wollte ich es haben, ne? Schön. Hey, das ist toll. Ich bin ja so, ich habe so mit Technik, habe ich es ja nicht so, ne? Ich bin ja echt so ein richtiger Lauch. Aber das freut mich jetzt. Sehr cool. Das funktioniert. Oh, das ist mega. Dann können wir ja hier in die Produktion gehen. Dann müsste das ja eigentlich auch mit Lava funktionieren, oder? Dass du quasi auf der einen Seite Lava reinlaufen lässt, auf der anderen Seite, wenn es voll ist, dann hast du eine Cobblestone-Fabrik. Müsste ja eigentlich gehen, ne? Lava fließt ja auch. Cool. Das ist schön. So. Jetzt wird schon wieder dunkel. Hey, das geht heute echt zügig hier, der Tag, ne? Ich habe mich verschätzt von der Menge. Oh, leck. So eine Scheiße. So. Du meinst hier diesen Obsidian, den könnte man so auch bauen, ja. Könnte man theoretisch auch machen. Sehr cool. Oh, ich feiere das gerade, ne? Ich feiere das gerade echt. Das freut mich gerade, ne? 6 Stück. Das heißt, wir müssten noch mal ein weg, die rein. Das heißt, wir bräuchten noch ein Stück Kohle. Also 2 Stück für später dann. 1, 2. Oh, mega. So, einmal rein.
Bist du da rein? Sehr cool. Ach, das ist toll. Ich freue mich. Vielleicht wären hier vorne dann aber auch noch so Stüfchen irgendwie interessant. Wären da Stüfchen interessant zum Hochkommen? Nee, die Tiere kommen so ja auch dann drauf. Ne? Das passt schon. Aber vielleicht... So ein Mäuerchen als Trennung. Das sieht ja bestimmt auch schön aus. Schauen wir mal, was wir da noch so haben. Ob es da noch was gibt. Glatte Steinstufe. Oder hier mit diesen Eisengittern. Aber der Eisengitter wollte ich eigentlich hier für das Gekruschel noch nehmen. So, müssen wir hier noch einbauen. Einmal. Können wir eigentlich auch noch mehr bauen. Denn das Eisen ist ja hier vorhanden. So, bauen wir hier das fertig. Weil ich mich erst frage, ob ich diese Wand überhaupt brauche, diesen Durchblick. Weil es passt, ne, zu dem anderen Ding. So, dann können wir hier noch. Und dann hier noch. Und dann würde ich mal ganz schnell pinkeln gehen, weil die Blasterdruck. Also kurze Pinkelpause. Bis gleich.
Holla die Waldfee. So, Sitzung dauert länger. Ja. Hat fast länger gedauert. Ja, ja, was Mut, das Mut, ne? So, jetzt geht's aber weiter hier. Also, die Dinger sollen fertig sein. Ach, wie fein. Jetzt kommt's hier in den anderen Ofen. So, wunderbar. Und Wir haben hier die Gitterchen. Noch nicht fertig, genau. Brauchen wir noch zwei Stück. Die ich natürlich nicht habe. Aber wir könnten die ganzen mal auch hier, ne? Bis auf, ich glaube, zwei Stacks. Würde ich die vielleicht. Oder auf. Ja, dann machen wir das so. Würde ich mal gucken, was man daraus. Da kannst du bestimmt auch Barren rausmachen, oder? Die zusammensetzen. Oh ja, okay. Dann machen wir die so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Vielleicht kriegen wir da 10 raus. Ja, vielleicht aber auch 11. Ich glaube auch 12. Sogar 13. Guck mal hier, das ist doch hier mega. Das ist doch super. Dann bauen wir den noch schnell und dann geht's ab ins Bettchen. So, für einen den ganzen Aufwand. So. Können wir die in die Bautruhe tun? Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Den weißen Farbstoff wieder zu den Blümchen. Und dann sollte eventuell hier auch der fertig sein. Sehr schön. Ah ne, ich wollte ja hier die Gitterstäbe reinmachen, siehst du? Das hatte ich ja geplant gehabt. 1, 2, 3. So ein kleines Zäunchen rein. Und vielleicht könnte man, wenn das schöner aussieht, hier noch so glatte Steinstüfchen reinsetzen. Die würden nicht passen. Glatte Steinstufe. Vielleicht auch nur die. Weil ich glaube, so eine Treppe. Treppengeschichte sähe cool aus. Aber das geht nicht, ne? Oh Gott. Das kann man einmal herstellen. Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall noch mehr an Stein. Aber das können wir dann später noch machen. Wir gehen weiter zum Leuchtturm und bauen da noch ein bisschen. Dann können wir noch ein bisschen losgehen und Bruchstein sammeln. Tun dich rein, lassen wir es mal hier. Dann tun wir euch beide wieder rein. Wir tun die Erde rein. Und hier hinten wieder das Gedöns. Vielleicht noch mehr Sticks für Leitern. Ja, das sollte reichen. Und ein bisschen Blut. Warte mal, Leuchtturm war hier drüben. Hier angelegt. Da muss ja auch der
Nächste Steg hin. So, und ich glaube, solange wir nicht unterwegs sind, könnten wir eigentlich auch hingehen und könnten hier das ausschalten, ne? Ist geil, wie gut das funktioniert, ne? Ist toll, wie das hier funktioniert. Ja, super. Oder sind die nur auf der Karte, sind nur auf der Karte weg, aber so hier, wenn sie noch angezeigt, ja, dann bringt das ja auch nichts. Dann bringt es ja auch einen Scheiß. Danke, Spiel. Vielen Dank. Für nichts und wieder nichts. So, Leuchttürmchen. So, wir haben dich schon mal so hoch gebaut. Ich habe überlegt gehabt, dass ich hier die Wände auch 5 hochziehe. Dann machen wir das doch mal. Wir waren hier bei der 4. Bereich stehen geblieben. Oder bei der. Genau. Und jetzt der 5. Und dann natürlich noch der 6. Eins, zwei, drei. Weil das wird ja dann quasi die Decke von dem Ganzen. Darf ja auch nicht fehlen. So. Und die Fenster noch rein. Genau, das ist das Ding. Dann haben wir hier drüben. Quasi dann. Die Ebene. Auf der dann. Das Licht irgendwie platziert wird. Da müssen wir mal schauen, wie ich das mache. Ich würde jetzt erstmal den Boden hier zumindest mal auslegen. Und dann mal gucken, wie ich dann da weitermache, ne? So ein Leuchtturm hat ja nach oben hin immer noch so eine breitere Fläche noch. Dass wir sagen können, okay, wir gehen vielleicht hin und hab ich Erde, aber ich habe keine Erde dabei. Setzen dann hier irgendwie. Ist das 3x3? Passt das? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Selbstmordschwein auch wieder da. Schön. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Genau, dass das hier dann quasi der Lichtblock wird, würde ich tatsächlich dann auch 3x3x3 hochbauen. Aus Leuchtstein. Das heißt, wir müssen dann da noch ein Dach irgendwie drüber machen. Irgendwie. So, müssen wir mal schauen. Und eventuell hier auch Laternen rein. Jetzt leuchten wir erst nochmal mit den Fackeln aus. Wie habe ich das unten gemacht? Da hatte ich quasi immer hier an diese Innenecken das gesetzt, ne? So, einmal
Zwei, fehlen die hier? Ich habe was anders gebaut, habe ich es da falsch gebaut? Da fehlt doch eine. Das sieht anders aus. Von der Struktur her. Ist der da breiter? Eigentlich nicht. Warum ist es so anders? Ist da hier noch? Ich habe, glaube ich, Innenreihen noch gebaut, ne? Das müssen wir noch machen. So, und dann hier. Und hier. Genauso hier auch. Passt das, glaube ich, auch mit dem Fenster, ne? Stimmt's wieder. That's more like it. Und da noch eine hin. Dann lohnt es sich jetzt auch nach hier drüben raus? Ne, nach dort und nach dort auch wieder. Ich glaube, das sollte ich mit den Fenstern beibehalten. Eins, zwei. Es ist auch was höher, kann das sein? Der ist ein bisschen höher. Aber das ist in Ordnung. Das ist okay. Das stört ja nicht so. Jetzt lass mal gucken, ob das hier nach was aussieht. Wie sieht es von außen aus? Die Bäume auch weghacken, ne? Aber es wäre schon geil, wenn wir hier die Schneise reinhauen mit dem Blick aufs Häuschen. Fände ich schon eine schöne Sache. Okay, jetzt aber schnell nach Hause, weil es wird dunkel. Guck mal, das sieht doch ganz, ganz anders aus jetzt hier, ne? Sehr schön. Das sieht richtig toll aus. So, dann mal gucken. Zwecks Glas. Oh Gott, wo habe ich das hingepackt? Ich hatte das hier drin, ne? Glasscheibe. Konnte ich aber so im Nachhinein nicht mehr bläulich färben, ne? Ging, glaube ich, nicht. Da brauche ich das normale Glas für. Habe ich hier, glaube ich, aber keins mehr drin. Da waren die Schienen. Da waren die Technik-Sachen. Tonglas. Ah, doch, siehst du, haben wir es doch. Haben wir es doch noch. Hey, ich hätte mich auch gewundert. Ich hatte doch einiges dabei, ne? Okay. Das sind 6, 12, 18. Müsste reichen.
Und die Axt im Walde ist auch bald im Eimer. Das heißt, da könnte man sich noch eine neue machen. Vielleicht wäre es aber auch schöner, wenn wir so eine kleine Einpark-Nische hätten. Also wenn wir die quasi hier noch raushauen, könnte man gleich mal machen, dann sähe das, glaube ich, noch toller aus. So, 1, 2, 3. Meine liebe Axt, jetzt komm herbei. 1, 2. So, dann können wir nicht mal schauen hier, wie das ist. Wie ich die Schneise klopfen muss. Mach die mal weg. Es driftet aber ab auch, ne? Es driftet. Hilft aber auf der anderen Seite auch beim Einparken, ne? Eher so? Oder doch eher so? Ich würde es mal so probieren. Ich würde es mal so probieren wollen. Auf geht's. Schippidubidu. Dann war das ja... Ich laufe immer erstmal in die Richtung, aber es ist falsch, es ist eher die Richtung. Ne? Es ist doch schon recht geradeaus hier. Genau. Das heißt, die ganzen Bäume hier müssten wir im Prinzip weghacken. Wobei ich es auch schön fände, wenn es so ein kleines Weglein ist, ne? Zum Leuchtturm hin. Aber er hier, er muss weg. Er, der ist... Der passt nicht. So. Genau wie der da. Ihr müsst weichen. Den könnten wir vielleicht lassen. So ein bisschen versteckt. Bauen wir oben das Glas rein. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. So. Ich hätte schon ganz gerne die Schneise da drin, ne? Ich hätte das schon ganz gerne. Dass man den Blick aufs heilige Häuschen hat. Das heißt, es wäre dann, glaube ich, der Baum. Und du hier auch, ne? Du bist nur so ein, bist nur so ein Stumpen. So ein kleiner. Aber den weg. Dann könnte man vielleicht den hier wegholzen. Hier. Sowie die hier. Das sollte ja dann eigentlich Schneise genug sein. Vielleicht aber nicht, vielleicht die beiden noch. Dann könnte es reichen.
Gut. Das heißt Leuchtturm. Dann würde es man auch sehen, ha? Dann würde es man hier so ein Stück weit wenigstens erkennen können. Das Häuschen, doch, das ist toll. Gut. Dann würde es hier rauf gehen. Und da wollte ich überlegen, ob ich eventuell das Ganze hier eins noch erweitere. Mit einem Geländer dran. Und hier innen drin dann der Leuchtkegel. Vielleicht Säulen hoch und Dach drauf. Müssen wir schauen. Ob man aus Zement auch diese weißen Mäuerchen machen kann. Müssen wir hier irgendwie einen Weg hoch machen. Vielleicht aber auch mit Steinstufen arbeiten. Könnte man sich überlegen. Ich finde das sehr angenehm, dass es hier reindriftet, ne? Dann parkt auf jeden Fall sicher hier an. So, warte mal hier, lass mal gucken. Kann ich irgendwas anderes draus machen? Aus dem weißen Beton? Leider nein. Schade. Da brauchst du echt dann die Geschichten. Aus glatten Stein kannst du nur diese glatte Steinstufe machen. Also keine Stüfchen. Okay. Schade. Dann müssen wir gucken, ob wir vielleicht doch diese anderen Geschichten hier nehmen. Also quasi das Ganze mit denen hier machen. Mit dieser Stein-Ziegel-Treppe. Ist ja die Sache, ob das optisch passt. Ob das optisch hier was hermacht. Ja, vielleicht. Okay, das heißt, da ich aber auch aus Beton keinerlei... Kann ich daraus diese flachen Dinger machen? Geht auch nicht. Kann ich den nochmal härten, den Beton? Einfach mal ausprobieren ein bisschen. Kann ich Beton noch härter machen? Nein, geht auch nicht. Und irgendwie so eine Geschichten ist auch nicht. Okay. Dann nicht. Da müssen wir überlegen. Da müssen wir vielleicht mit diesen anderen Farbelementen noch arbeiten. Ihr kommt rein, du kommst rein. Holzi Holz hier oben hin. Blauer Farbstoff wieder hier rein. Und Setzlinge. Ich habe auch einen Setzling, okay. Einmal, zweimal. Dann müssen wir mit diesen Stiefchen hier arbeiten. Okay. Und guck, und von hier siehst du den auch, ne? Schön.
Hey, das wird doch was. Das wird toll werden. Das wird ganz klasse. Okay. Das heißt, es waren Steinziegeltreppen. Die konnte ich aus dem normalen Bruchstein machen. Wenn ich mich recht erinnere. Bruchstein. Steinziegel. Ich glaube, das war so, ne? Bruchsteintreppe. Steinziegel. Das war der normale Stein. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Bruchstein. Das heißt, wir müssen nochmal, um das alles hier bauen zu können, fertig zu bauen, müssen wir nochmal hier rüber in die Mine. Und nochmal Steine klopfen. So, und ich muss mir hier noch was einfallen lassen, dass ich diesen Eingang immer besser finde. Aber es sieht schon toll aus. Es sieht schon nicht schlecht aus. Ein paar Feinheiten noch irgendwie reinbringen. Das wäre sicherlich nicht verkehrt. Und jetzt erstmal klopfen. Jede Menge Bruchstein. Oh, das Pferd wollte ich mir holen. Ich wollte mir ja Ferdinand holen. Weil ich habe auch auf der Tour einen Sattel gefunden. Oh, das hätte man eigentlich machen können, ne? Wie viel haben wir schon? 45. Das heißt, da müsste ich ja fast nochmal zurückgehen. Aber da halten wir auch auf jeden Fall das Pferd noch im Stall. Okay, wir machen die Spitzhacke platt. Die Steine eh noch brennen, das heißt, eine Zeit könnte man da auch hingehen und das Pferd holen. Dass noch mehr Leben hier in die Bude kommt. Gezähmt ist er ja schon, ne? Nur noch nach Hause bringen. Steht da hinten. Und da gucken, ob man sich vielleicht in den Nether reintraut. Ne? Ich bin da echt noch ein bisschen unsicher, ob das jetzt schon der richtige Zeitpunkt ist, hier vom Equipment her da reinzugehen. Vor allem auch mit den ganzen Level, ne? So, einmal raus und Sattel holen. Müsste hier drin sein. Eiserner Rossharnisch, genau. Und der Sattel. Holen wir mal den lieben Ferdinand. Der war hier auf der Insel gegenüber, glaube ich. Auf
der hier. Ich glaube, da drüben war der. Oder? Du warst doch hier. Ich war nicht recht sicher. So, wo bist du, Kollege? Der war es nicht. Ja, auch nicht. Das war ein Brauner. Du warst es, ne? Bring dich jetzt bitte nicht um. Okay, also wir brauchen den hier und den hier. Und jetzt kann ich ihn reiten. Oh, mega. Schön. Hey, cool. Also, auf zum Boot. Ja, fein. Er braucht Karotten, ne? Bei sowas bin ich mir noch unsicher hier, ne? So, und erstmal beide Beine gebrochen. Erster Ausritt. Aber der müsste doch jetzt eigentlich auch dann hier ins Boot rein. Nein, nein, Ferdinand, du musst da rein. Du musst da hier, da rein ins Boot. Ins Boot. Komm schon, auf. Rein ins Boot. Rein, hier, komm, auf geht's. Passt du da rein überhaupt? Geht es überhaupt? Passt du ins Boot? Ja, passt du ins Boot rein? Jetzt zieh dich nicht so. Rein da, auf geht's. Rinn hier in die Stube. Macht er nicht, ne? Scheiße. Kannst du schwimmen? Oder stirbst du dann? Der geht unter. Schade. Aber so stückchenweise kriegen wir das hin. Ferdinand, wir schaffen das. Naja, alles cool. Ich glaube an dich. Oh Gott, unglaublich. Ich krieg den Gaul an Land. Wir haben es gleich. Nur ein Stückchen. Ein kleines bisschen noch. Boah, das ist ja mal richtig kacke. Ich dachte, den könnte ich mir da mitnehmen hier, ne? Und ins Boot packen. Was macht er ja nicht? Wahrscheinlich sind wir beide zu schwer. Ist das ätzend. Schade. Ich hätte gedacht, es geht. Ja, ich weiß. Auf geht's. Da vorne ist es eigentlich tief genug, ne? Da könntest du theoretisch laufen. Das ist ja schade. Wir haben es gleich. Ich bring dich dahin, ne? Ich bring dich dahin. Gott, der Arme. Ja, ich weiß. Auf geht's.
Rein da, Ferdinand. Ja. Das kriegen wir hin, ne? Ohne uns weh zu tun. Alles easy. Ja, ne? Passt. Sind wir jetzt richtig? Wir müssen hier lang, genau. Und es wird dunkel, ne? Wir schaffen das. Noch ein Stückchen. Auf geht's. Ja, ja, ich weiß. Ist dunkel. Im Dunkel ist gut munkel, ne? Vielleicht würde ich dich sogar hier kurz parken und schlafen gehen, ne? Du bleibst hier, du rennst nicht weg, okay? Ich bin gleich wieder da. Ich schwimme, ich eile, ich düse. Düse, düse, düse im Sauseschritt. Oh boy. Von hinten. Da steht er und sagt nichts. Ferdinand, wir haben es gleich. Gleich sind wir daheim. Da wird's, dir wird es da gefallen. Auf jeden Fall, bin ich sicher. Gell? Komm her. Oder liegt das an der Rüstung, dass er eine Rüstung anhat und zu schwer ist? Oder geht wie ein Stein? Eigentlich nicht. Ja, ja, ich weiß, alles gut. Oder ich hätte ihn ins Boot locken müssen. Auf, gleich haben wir's. Gleich sind wir da. Das ist super. Ja, guck mal hier. Und hier ist ein neues Zuhause. Haben wir die Kaninchen? Wir müssen dich hier irgendwie rein. Ich passe nicht rein, weil es ist zu groß. Ist zu groß. Komm, schieb rein. Rein. Ferdinand, du musst da rein. Es hilft alles nichts. Weg damit. Ja, 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 komm. Komm her. Nein, 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 nein. Oh, Scheiße. Komm raus hier. Und rein hier. Das liegt am Tor, der passt nicht durchs Tor. Wieso passt du nicht durchs Tor? Ferdinand, was ist denn los? Weil das alles so groß ist. Was ist denn hier los? Sind wir zu hoch oder wie? Oder wer da oder was? Passt da nicht durch. Ja, dann muss sie hier bleiben. Dann ist es halt so. Muss auch nicht so gucken. Ich nehme dir mal das ganze Geschirr ab. So. Willkommen daheim. Schön, dass er da ist. Ah, super. Ja. Das ist okay. Das heißt, Sattel und Rossharnisch kommt wieder beiseite. Aber das ist komisch, dass er nicht ins Boot passt, der Gute. Sehr, sehr merkwürdig. Okay, wir haben Bruchstein, wir brauchen jede Menge Kohle. Jede Menge Kohle. 8 Stück. 8 Stück.
zweimal, dreimal, viermal. Gut, dann fahren wir zurück und holen das andere Boot. Schau mal, ob wir am Leuchtturm noch ein bisschen was gebaut bekommen. Bötchen da hinten. Vielleicht mal im Nether gucken. Sollen wir es wagen? Wagt gewinnt. Aber ich soll es auch nicht direkt übertreiben, ne? Sollte es eigentlich nicht übertreiben. Die hier. Und dann hier anlegen. Und ich glaube, aus ästhetischen Gründen würde ich tatsächlich den hier auch noch weghacken. Wir haben ja links und rechts noch Bäume stehen. Dann. Wir sind nur irgendwie hier hoch, was sehr steil ist. So, jetzt will ich mal gucken wollen, wie das hier ist mit diesen Eckgeschichten. Ob man was machen kann. Oh, tatsächlich, das geht. Oh, das ist also so und so das Ganze. So und so quasi als Sockel und so. So, oh, das ist cool. Nee, das war falsch. Der muss so und so dran. So. Da muss ein Geländer hin. Da muss dann ein Geländer hin. So ein Fallschutz. Und der muss wieder so rum. So. Ja, das wird super. Das wird toll werden. Oh ja, das Ganze da noch oben. Ja. Ja. Und das wird... grandios. So, das heißt aber auch, da müssten wir hier noch mit Erde ausfüllen. Ein bisschen. Zumindest so ein Dreierweg irgendwie. Dann irgendwie hier so zickzack entlang. Hier hinten treppenmäßig wieder runter. Frohn runter. Zu dem Steg. Schon mal 40. Müsste für unten eigentlich reichen.
Diese Bruchsteinmauer. Vielleicht kann man daraus die Säulen machen. Das wäre eine Idee, dass man die dafür nimmt. So, diesen einen Steinzahn könnte ich ja noch ummodellieren in Stüfchen, ne? Aber umgekehrt geht das, glaube ich, nicht mehr. Nein. Macht ja auch Sinn, ne? Bling, bloing. Sehr schön, gehen wir zurück. Parken hier rein. Steigen hier den Weg empor. So da dran. Warte. Nee, der muss so. So. Und der muss so, so, genau. So, so, so. Okay. Der untere Sockel steht. Schnell pennen. Dann müssen wir das oben auch noch so hinkriegen. Das dürfte schwierig werden, weil ich sehe es ja schwer, ob es dann richtig ist. Beginnen wir mal hier. Einmal. Viermal. Da müsste der hier hin. Der müsste so. Hier hin. Dorthin und so. Müsste stimmen. Ja, das sieht gut aus. Das sieht schon mal sehr gut aus. Dann haben wir den hier mit ihm. Ihn hier mit ihm. Und ihn hier so. Nicht nach unten. Oh, scheiße. Oh, leck. Okay. Einmal. Ich hasse das. Diese Kackziegel. Der da mit dem. Der da mit ihm. Er hier mit ihm. Und weh, es stimmt nicht, ne? Dann raste ich aus. Mal, zweimal. Nein, das war falsch. Oh Gott. Das ist immer so ein Pixel, weißt du, und dann hat das verkackt. So, was ist das Stüfchen jetzt? Das liegt da hinten. Aber es sieht gut aus. Es sieht schon mal sehr richtig aus. Ja. So, Stüfchen, wo liegst du? Da. Wunderbar.
Es sieht klasse aus. Dann machen wir noch den restlichen Stein. Und zumindest hier das noch fertig. Es dürften, glaube ich, noch 8 Stück sein vielleicht. Ah, die 30 nehmen wir noch mit. Und dann, was habe ich gesagt, waren das Bruchsteinmauer. Wobei aber auch so eine Steinziegelmauer auch gut aussehen würde. Und Level 20. Sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und testweise die mal mitnehmen. Schauen wir mal, wie das aussieht. Hoch damit. Ja, das reicht. Das reicht. Hoffe ich. Eins, bitte, ne? Das wär schön. 3, 4, ja doch, das passt. 5, 6 und 7. Wunderbar, das steht. Dann ist die Sache, wo platziere ich jetzt diese Dinger hier? Eins, zwei, immer hier in den Ecken. Und hier muss man halt gucken, dass man nicht runterfällt. Das wäre eine Idee. Dann haben wir das Ding 3x3 hoch. Das wird ja alles mit Leuchtblöcken versehen. Das heißt, wir könnten die locker 5 hochbauen und dann das Dach drauf. Vielleicht das Dach auch mit den roten Ziegeln. Aber hier müsste fast schon irgendwie eine Umzäunung noch drumherum. Da müsste fast schon Zaun drumherum. Also ich habe jetzt 10 Stück verbaut. Wir machen nochmal 20 Stück. Und gucken nach den roten Ziegelchen. Da noch was zum Bauen drin? Nein. Erde müsste ich mitnehmen. Zum Rauf und Runter bauen. Hier war ein Skelett irgendwo unter mir.
So, also 1, 2. Noch 2. Da noch 2. Drei, vier, fünf. Drei, vier, fünf. Ja, das sieht doch schön aus. Also müssen wir hier schauen. Jetzt brauchen wir noch 3, 6, 9, 11 Stück. Warte mal. Tisch. Das kann ich ja nicht, das muss ich unten in die Werkbank. Hatte ich hier eine Werkbank reingebaut? War ich so klug? Ja. So eins hier, ne? Ja, aber das, dann holen wir das schnell. 11 Stück waren's. Die haben wir noch. Beziehungsweise 10 Stück mit dem, den ich in der Hand habe. Oder? Ja, nein, doch. Ich mach mal 11 Stück. 11 Stückchen. Bitte, danke. Dann schauen wir mal. Dann brauchen wir noch mal mehr für die Stüfchen. Einmal hoch, bitte. Bevor es dunkel wird. Also, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und... Was ist das? War doch... Bleibt eins übrig. Ne, ich kann es aber gut abschätzen. Das ist mega. 1, 2, 3. Jetzt schnell nach unten pennen gehen. So, dann als nächstes die Ziegel drauf. So, als nächstes die Ziegel, das heißt, auch hier wieder erstmal mit den Stüfchen probieren. Wie das denn aussieht. Wenn wir die jetzt so da drauf setzen. Ich baue mich von hier hoch. Das heißt, es müsste ja dann... Oh Gott. Müsste dann hier einer hin und da einer. Oh, ist falsch rum. Oh, ich hasse das. Spiel. So. Und das Ganze jetzt hier so schräg rüber. Das heißt, da müsste einer hin. Das
Das heißt so. Aber nicht falsch rum. Oh, Spiel, ich hasse dich manchmal. Ne? Diese hüpfigen Steine hier, das ist so zum Kotzen. Das ist manchmal echt scheiße. Oh, ich hasse das. Oh, ich kack Ziegel, hey. Und andere Steinchen. So, komm hier, mach nochmal. Zehn Stück. Das heißt 40 von denen. Sollte für den Anfang reichen. Ja, doch, das gefällt mir. Das sieht gut aus. So, wenn sie es jetzt nur richtig dran baut, ne, die Scheiße. Einmal. Und zweimal. Ja, danke, Spiel. Dann wäre es er hier. Er hier und er hier. Gott. Ich habe die Shift-Taste gedrückt, ne? Nee. Trotzdem habe ich da dezent immer irgendwie so ein bisschen Schiss, dass es mich runtersegelt. So ein bisschen. Hier hin. Oh, ist falsch rum. Oh, ich hasse das. So. So. Genau. Und hier. Gut, und jetzt hier ganz entspannt rüber, ne? Easy, das machst du schon. Das wird super. Einmal. Jetzt baut die Scheiße doch da oben drauf, meine Fresse. Einmal, zweimal. Danke, Spiel. Also manchmal, ne? Ich brauche definitiv mehr Ziegel. Sehr viel mehr. Das heißt auch nochmal Tonfarmen gehen. Noch Erde? Keine Erde mehr. Fuck. Okay. Aber ich würde es ja komplett hier überdachen. Das heißt, wir könnten da auch schon mal. Da baue ich das erst fertig. Das ist ja noch die Ecke hier, ne? Gott im Himmel. Das ist ja nur noch das Eckchen. Also, da mal. Ja, da haben wir irgendwo noch einen Ziegel liegen. Vorne am Eck. Danke. Okay.
Okay, wir machen nochmal 22. Müsste hoffentlich reichen. Sollte aber eigentlich. Genau, die brauchen wir nicht mehr. Die stehen soweit schon. Bist du runtergefallen? Ja, ne? Bestimmt wieder richtig beschissen. Und jetzt hier und rüber. Schon wieder keine Erde, Alter, diese Erde. Danke. Danke. Nicht dafür. Oh, ich hasse diese hüpfende Erde. Das ist alles nur Scheiße. Alles doof. Schwein, ich spring gleich auch runter, ne? Ich fühle das gerade so ein bisschen. Also wir können aber hier schon mal die Dinger hinsetzen. Einmal hier. Quasi so diese Eckpfosten. Das passt. Dann könntest du es mit dem eigentlich auch schon machen, oder? Okay, und dann hier eine und da eine. Jetzt müssen wir schauen, das war dann hier einer. Hier und so. So, genau. Und jetzt bitte mach's richtig, okay? Und dann sind wir fertig. Oh, danke, Spiel. Oh, sehr schön. Okay. Das steht. Warte, hier stimmt's nicht. Okay, da haben wir die Blöcke. Hier haben wir Blöcke, aber hier haben wir das draufgesetzt. Das stimmt nicht. Da haben wir einen Block drauf. Da haben wir einen Block drauf. Da haben wir einen Block drauf. Das heißt, hier müsste noch ein Block drauf. Die Reihe muss noch eins nach hinten. Ja. Das stimmt so nicht hier. Pfusch am Bau. Geht mal gar nicht. Ich habe keine normalen Ziele mehr, ne? Ich habe keine normalen Ziele. Ich glaube, Ton auch noch nicht. Müssen wir mal gucken gehen. Weil so kann man das ja nicht lassen. Das muss ja alles seine Richtigkeit haben. Finde das Skelett auch und klappernd zustimmend. Wo habe ich hier irgendwo noch rote Ziegelchens? Nein, scheiße, habe ich doch Ton? Ja, ein bisschen. Müsste eigentlich reichen. Brauchen wir noch Kohle. Das sind 8, 16, 24, 39, 40, 48. Ja.
Gut, dann kann man die anderen Sachen schon mal zurückbringen. Das und das, die Steine auch. Habe ich Schilder auch hier drin? Habe ich auch, okay. Ja, da brauchen wir noch. Das Glas können wir wegtun. Dann reicht im Prinzip hier die ersten. Ich muss es ja zu Ziegeln machen. Oh Gott, stimmt's. Oh leck, ja, das war eine richtig. Oh Gott, das war eine richtig langwierige Sache. Genau, okay. Oh, fuck my life, okay. Ich glaube, dann kriegen wir das heute. Aber es sieht schön aus, ne? Es sieht schon mal sehr, sehr schön aus. Ich bräuchte im Prinzip nur noch eins und Ziegel. Ich glaube, das waren zwei von den eckigen noch. Das sollte dann eigentlich reichen. Ja, da muss ich auf jeden Fall Ton rankarren. Zwar in rauen Mengen. Zwar in sehr rauen Mengen. Ja, die haben ja alle auf die. Ja, das sieht das. Das sieht schon hier nach Pfusch aus. Ja, okay. Das machen wir anders. Das geht hier so gar nicht. So. Das heißt, ich habe jetzt hier überall so normal draufgesetzt. Ja, und das will ich ja dann nicht mehr. Das heißt, im Prinzip müssten wir euch alle wieder abklopfen. Da einer drauf. Hier noch. Da. Ja, noch einmal Beine brechen, genau. Dann noch einmal hochgraben. Dann müsste es eigentlich stimmen. Liegt denn noch was? Bestimmt, ne? Ja, ouch, da auf dem Baum. Und hier unten. Okay, da oben. So, und jetzt haben wir da den Pfosten. Da haben wir überall jetzt so einen Ziegelblock drauf. Das stimmt. Und jetzt hier noch fertig das Drumherum. Dann sollte das jetzt auch stimmen. Sollte stimmen jetzt, ne? Sollte jetzt korrekt sein. Wobei hier jetzt zwei in so eine Breite und hier sind es zwei. Hier hat es zwei. Jetzt nur ein. Kann ja hier nicht stimmen, du. Dann müssen wir mal schauen.
Da schaue ich nochmal, das ist noch nicht ganz so rund. Da haben wir überall einen drauf. Da ist einer drauf, da ist einer drauf. Hier ist einer drauf. Da ist einer drauf. Jetzt eins nach hinten. Sind wir auf den äußeren? Da haben wir drei Zacken. Da haben wir drei Zacken. Da nur zwei. Hä? Da stimmt irgendwas noch nicht. Das war das Anfangs. Die allerersten, die ich gesetzt habe hier, ne? Okay, ist die Sache, warum? Was stimmt hier nicht? Eine Zacke, zwei Zacken, drei Zacken, vier Zacken. Eine, zwei, drei, vier. Da stimmt's nicht, bei diesem Übergang hier. Okay, ich muss nochmal schauen. Ich schaue nochmal. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Denn so langsam kickt die Müdigkeit auch, ne? Es ist ja schon die Zeit wieder um. Ich würde sagen, ich korrigiere das. Farm noch eine, das stimmt überhaupt nicht. Farm dann noch eine weitere Menge an Ton. Und dann wird am Freitag zumindest das Dach fertig gebaut. Und gehen vielleicht einen Nether und holen die ganzen Leuchtsteine. Müssen wir mal gucken, was anstellen. Ich bin gespannt, ne? Räuberdorf wollte ich auch noch machen, das stand auch noch am, auf dem Plan. So, bauen wir gerade ihn hier, damit es auch schön aussieht. Aber erstmal würde ich sagen, wir haben soweit echt hier richtig, gut, das sieht scheiße aus, das sieht richtig Pfusch am Bau. Ganz eindeutig Pfusch am Bau, das stimmt hier drüben überhaupt nicht. Da ja, aber hier nein. Okay, kriege ich aber hin, bis zum nächsten Mal. Ihr Lieben, wir haben einiges geschafft, ich bin sehr froh darüber. Der Steg ist am Start, die eine Säule ziehen wir noch runter. Dann Ferdinand ist im Stall, Verzauberung, die ersten am Start. Und natürlich hier der Leuchtturm nimmt auch mehr und mehr an Form an. Ich freue mich sehr darüber, das würde richtig toll werden. Und bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei wärt. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Dann geht's weiter mit den täglichen Seasons hier, ne, in Fallout 76. Und bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.